Je pense une grande fierté et puis aussi quelque chose où j'ai vraiment été content de me dire que j'ai de nouveau ma chance, une opportunité de nouveau montrer de quoi je suis capable et puis aussi pouvoir jouer pour l'équipe suisse, c'est toujours, toujours une grande chose. Et donc ouais, beaucoup de fierté et de motivation aussi pour la suite. Ja, sehr cool. Also sehr überraschend für mich. Ich denke, ich habe eine gute Leistung gebraucht an der Junioren-WM und ja, jetzt hoffe ich, kann ich weiterziehen mit dem Men's-Team. Ja. Am Anfang habe ich zuerst gedacht, ja, wieso läuten wir jetzt auf einmal den Fischi an? Ja. Aber ja, ich freue mich mega, dass ich da sein darf und ja, ich werde einfach das Beste daraus machen. Ich wünschte mir, ich könnte noch mehr jüngere Spieler aufbauen und einbauen. Aber ich glaube, es muss auch der nötige Schritt, der Prozess muss stattfinden. Klar, Leon Bichsel hat sehr gut gespielt in der U20-WM, spielt auch in Schweden sehr stark. Simon Knack und Wardy Webischer spielen eine sehr gute Saison und eine wichtige Part in ihren Clubs. Von dem her freut mich das für sie. Und sage jetzt mal, der Trend, dass man die Jungen einbaut, das letzte Mal haben wir es erlebt, mit Kurashev und Janis Moser, die U20-WM gespielt haben. Und dann sind sie gerade an die AWM gekommen. Und das ist natürlich mega schön. Kompliment an die jungen Athleten. Und es freut mich auch, jetzt sie zu sehen, wirklich gegen absolute Top-Gegner. Ja, ich denke, es ist immer so ein bisschen ein neues Territorium für jeden Spieler. Man ist am Anfang vielleicht ein bisschen zurückgehalten, vielleicht ein bisschen scheu. Und das ist auch normal. Ich hoffe einfach nicht zu lange. Ich habe ihnen gesagt, es hat einen guten Grund, warum wir in der Schweizer Nationalmannschaft sind. Aufgebaut sind, ihr seid hervorragende Hockeyspieler. Ihr habt den Platz verdient auch und zeigt, was ihr könnt. Das ist immer eine Chance. Gewisse Leute geht es einfacher, die ersten beiden Schritte machen, sind befreiter. Andere brauchen ein bisschen mehr Zeit. Aber das sind genau die wichtigen Vorbereitungsmatches, dass dann, auch wenn es an der WM kommt, dass die alles schon hinter sich haben, dass man es könnte und dass man dort dann nicht noch schüch ist. Aber logischerweise sollen mit Vertrauen spielen, mit Spass haben. Die erfahrenen Spieler hier in der Garderobe sollen ihnen helfen, von mir als Coach sowieso. Und von dem her, ich bin sicher, die werden alle einen guten Match zeigen. Continuer à travailler fort, essayer de toujours progresser, m'améliorer, puis essayer de pousser pour sélection déjà dans cette équipe pour peut-être avoir une place, qui sait. Mais on va continuer à travailler fort et puis c'est ça. Ja, ich glaube, sicher mal da kleine schnuppern. In der A-Nationalmannschaft ist etwas sehr Spezielles. Und einfach mein Bestes geben. Ich weiss, was ich kann. Und schlussendlich auch geniessen, auf so einer coolen Bühne zu spielen.